Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ja, ich stehe hier immer noch in der Pause drin, weil in der letzten Folge standen wir hier kurz vor der Dürreperiode. Und ja, ich wollte da jetzt nicht einfach so reinkommen. Was ich allerdings gemacht habe, schon mal offline, weil ich da mal was nachgucken wollte und ausprobieren wollte. Ich habe hier unten 4 von diesen Dingern hier hingestellt. Diese, wie heißen die, Plattformen. Hab da oben eine Wasserpumpe draufgestellt und habe hier nochmal eine hingestellt und einen Weg hier so rüber gebaut, beziehungsweise die sollen einen Weg darüber bauen. In der Hoffnung, dass... Das können wir mal eben priorisieren hier. Ich meine, da kommen die wahrscheinlich sowieso erst dran, wenn sie hier das gebaut haben. Ich bin mir nicht sicher. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß, der Weg ist jetzt nicht der beste, den ich jetzt hier gewählt habe. Aber ich möchte hier nicht noch mehr von unserem wertvollen Essen abzweigen. Deswegen sollen die das jetzt so bauen. Ich hoffe, darunter ist jetzt alles schon gebaut. Dann priorisiere ich das jetzt hier auch mal eben. Also Arbeiter heißt das nur. Ich wollte gerade sagen, das Zeichen kenne ich jetzt noch gar nicht. Ja, weil wir brauchen einfach Wasser. Jetzt sind sie natürlich wieder am Pennen. Einen Tag kommt schon die Dürreperiode und wir haben noch nicht mal diese eine Pumpe jetzt hier gebaut. Das ist natürlich schlecht. Gleich ist sie fertig. Die Frage ist, ja, wir haben hier direkt jemanden drin. Sehr gut, soll dann auch natürlich priorisiert werden. Okay, die sind tatsächlich jetzt von rechts gekommen und haben das gebaut. Das ist ja lustig. Also ist auf jeden Fall gut zu wissen. Die bauen da jetzt gerade den Pfad rüber. Es ist aber hier definitiv noch kein Arbeiter drin. Moment, geht's noch hoch? Haben wir hier keinen Arbeiter? Haben wir zu wenig Leute? Jungs, was ist los? Hoppala. Was habe ich jetzt gedrückt? Da ist mein Mauszeiger. Die sind ja auf jeden Fall fleißig die ganze Zeit die Dinger am Füllen. Das ist schon mal gut. Es wird allerdings auch sehr schnell wieder leer werden. Das weiß ich jetzt schon. Geht auch gleich los mit der Dürreperiode. Zumindest die konnten wir jetzt in der Zeit schon wieder auffüllen. Hier nicht, weil wir jetzt hier noch niemanden haben. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich sag mal, Holz haben wir im Moment auf jeden Fall genug. Da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn da die Produktion irgendwie stoppt oder so. Wo wir allerdings gucken müssen... Ah, oh, sie ist endlich gebaut. Die Sprengstofffabrik. Ja. Okay, dann können wir endlich loslegen. Und zwar muss man nämlich hier drauf drücken, auf Dynamit. Und dann kann man diese kleinen Dynamit-Dinger hier bauen. Der zeigt aber auch schon an, wo man es machen kann und wo eben nicht. So, meine... Mal einen gucken. Hier war, glaube ich, alles zu. Da kann ich nicht rübergehen, ne? Genau. Kann man das eigentlich so... Ne, hier an die Wand kann man es nicht ranmachen. Meine Option, wie wir das machen könnten... Erstmal hier könnten wir eine Schneise machen. Dann hätten wir es hier grün. Was aber jetzt nicht unbedingt was heißt. Weil... Ich sag mal, hier werden wir wahrscheinlich jetzt nichts groß anlegen. Ich will es ja hier hinten grün haben. Was wir natürlich machen könnten, ist eine Schneise hier rein. Dann hätten wir hier diesen See. Dann hier immer weiter runter und das dann nach oben machen. Entweder das oder direkt durchs Feld durch, was natürlich irgendwie auch doof wäre. Andererseits... Wenn es natürlich durchs Feld durch wäre. Ich fange mal hier mit an. Dass ich die mal so hier als Schneise reinbringe. Bitte aber nur einen, nicht die ganze Reihe. So. So, da sieht man dann hier auch schon, dass die dann ankommen und dass die das Dynamit sozusagen scharf machen. Hier ist zum Beispiel nichts. Wenn man hier draufklickt, da könnte man jetzt theoretisch sprengen.
Das möchte ich jetzt aber gerne erst haben, bevor ihr da hinten rumfummelt, Jungs. Weil wir können ja natürlich auch eine Kettenreaktion auslösen. Wenn wir hier unten einmal springen, dann geht das duft, 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 duft nach hinten. Und das wäre natürlich nicht schlecht. Ich lasse das hier einfach mal so laufen. Das ist ja jetzt nur eine Vorbereitung, weil hier hinten sind wir ja noch gar nicht so weit. Was allerdings natürlich schon gut wäre, wenn wir da hinten Wasser hätten. In dem Bereich könnten wir natürlich auch eine Wasserpumpe hinstellen. Sodass die definitiv schon mal mit Wasser versorgt sind hier oben, die paar Leute. Das wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. Mache ich nämlich hier so einen kleinen Bereich rein. So. Das lassen wir so lange noch. Ich meine, wir haben jetzt eh erstmal Dürreperiode und so. Das lassen wir dann so lange noch hier. Noch einmal 475. Jetzt sind sie alle aufgewacht. Da unten ist noch Wasser drin. Hier oben ist aber quasi gar nichts mehr. Oje, oje, oje. Verdursten wir hier gleich alle. Jetzt ist hier das Wasser auch weg. Oh, oh, da jetzt auch. Das ist nicht gut. Das heißt, Futter wird auch knapp. Und die haben sich jetzt hier einen faulen Lenz gemacht. Die haben jetzt hier alles voll. Aber ich wollte jetzt ehrlich gesagt hier auch kein Verteilerzentrum mehr hinbauen. Weil ich dachte, das wird dann so ein kleiner Selbstversorgervertrieb. Das ist natürlich jetzt übel hier. Oh, ein bisschen weniger Arbeit. Vielleicht hilft das ja, wenn sie schlafen. Oh, wie lange dauert das, bis 0,4 Tage vorbei sind? Das ist ja Horror. Aber wenn dann der Fluss kommt, dann können sie wieder alle richtig arbeiten und pumpen. Und ich hoffe, dass sie dann das Ganze noch überleben. Oh, Leute. Ich kann gar nicht zusehen. Ich habe echt die schlimmsten Befürchtungen. Die werden alle wach werden und dann der Reihe nach sterben. Eieiei. Wo kommt das Wasser her? Warum ist es hier noch grün? Ja, warum eigentlich? Da ist ein See. Leute, von wo kommt denn das Wasser jetzt? Hallo. Die Dürre ist beendet. Ich hätte gerne Wasser. Also das ist, denke ich mal, weil da das Wasser weiter runter ist, dass sie dann noch was haben. Wieso kommt... Ah, jetzt. Von wo kommt denn das hier? Von hier ganz außerhalb, okay. Okay. Also das sind so Spielereien, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Was wir natürlich machen könnten, ist hier vielleicht auch Dynamit reinzusetzen. Oh oh. Mann, jetzt haben wir doch schon Wasser. Ach, von denen geht wieder keine Arbeiten. Das sind wieder diese faulen Säcke. Kommt, Leute. Jetzt ist wieder Wasser da. Jetzt müsst ihr aber auch mal was tun. Mann, 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 Mann. Echt. Also was wir wirklich machen könnten, ist hier irgendwie so eine Art Vorratlager anzulegen. Weil wie man jetzt hier gesehen hat, je tiefer das Ganze geht, umso länger ist das Wasser da. Das heißt, wir könnten theoretisch eine Ebene machen, kurz über dem Wasser. Nee, können wir nicht. Wie tief gehen denn diese Pumpen? Das würde ich gerne mal wissen. Eigentlich ist es doch egal. Die müssten doch ganz bis zum Boden durchgehen, oder? Wenn ich jetzt oben, wenn ich jetzt ganz blöd gesagt hier oben eine hinbauen würde. Nee, die geht zwei tief. Mehr nicht. Okay. Aber theoretisch könnten wir hier so ein bisschen was anlegen, dass da ein bisschen länger noch Wasser ist. Geht hier natürlich jetzt nicht, weil die Biber nicht schwimmen.
Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Ja, gut, man könnte es theoretisch stauen. Dann würde das Wasser, theoretisch zumindest, wegfließen. Dann könnte man ein Loch aushebeln. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr kompliziert, ehrlich gesagt. Ich würde normalerweise wirklich sagen, dass wir hier so eine Schneise reinbauen. Dafür müssen wir natürlich da auch erstmal hinkommen. Achso, ja, da kann ich jetzt schwer rüber. Wobei ich könnte natürlich schon mal hier was hinbauen, dass man da hochkommt. Und da. So, dann kommen wir zumindest schon mal hier oben hin. Dann würde ich da. Ja, der geht nicht da hinten, ne? Das ist ein bisschen blöd. Dann würde ich halt da, dass der das alles noch mitnimmt hier. Einen Förster hinbauen. Nicht einen Förster, einen Holzfäller hinbauen. Immer noch keiner. Ich hoffe jetzt nicht, dass so viele Leute gestorben sind hier. Das wäre natürlich doof. Okay, hier das Dynamit ist schon fast fertig. Da kann ich dann die Schneise machen, dass generell erstmal Wasser da hinkommt. So. Die Frage ist dann, fangen wir hier unten an? Weil hier ist natürlich das Tor. Mir wäre es lieber, wenn ich das wirklich dann hier oben machen würde. Ach so, der ist schon gebaut. Okay. Dann müsste ich da. Oh, auf jeden Fall. Der hat nur einen. Ja, muss ich leider warten, bis einer geboren wurde, beziehungsweise dann erwachsen ist. Damit der dann hier. Ach so. Damit er dann hier alles wegmachen kann. Thema wegmachen. Haha, ich habe schon wieder vergessen. Ah, okay. So, dann hätte ich nämlich. Ich bin gerade überlegen, warum ich das eigentlich mache. Also rein theoretisch muss ich das ja nicht machen. Rein theoretisch brauche ich ja nur. Nee, das ist noch gar nicht gebaut, sehe ich gerade. Warum ist das noch nicht gebaut? Leute. Ach nein, ist nicht euer Ernst. Ach, das zählt ja hier zu dem Distrikt, ne? Der hört jetzt nicht ernsthaft da unten auf, oder? Ist das tatsächlich euer Ernst? Das heißt, das würde jetzt theoretisch gehen, wenn ich jetzt sagen würde, dass da gebaut werden soll. Ja, super. Das ist mal richtig geil, ehrlich. Das ist, ja. Ist nicht durch Pfade verbunden. Ich habe doch gerade nachgeschaut. Moment, hier ist es rot. Ach, der geht tatsächlich nicht da oben hin. Oh. Also müsste ich theoretisch. Da noch was hinbauen. So. Aber wieso bauen die das denn hier, wenn das doch gar nicht dazu gehört? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und den nach links ausbauen, sozusagen. Ja gut, wenn jetzt hier Wasser ist, brauche ich natürlich das Ding nicht. Dann würde ich fast sagen, dass ich. Oh, das Bauernhaus, das hat aber ganz schön viel Platz.
Na gut, nach unten. Den Pfad könnte ich eigentlich so lassen, ne? Nach unten hin kann ich ja sowieso nichts machen, weil da. Ach, komme ich denn so dahin? Ach, das ist doch alles scheiße. Ich muss das Tor irgendwie nach unten setzen, meine ich. Das wäre das Beste, glaube ich. Weil der Distrikt. Ich mach das mal eben. Moment, dann mache ich hier. Zack. Haben wir dich. Hier ein Tor hin, da das Tor weg. So. Dann geht der Distrikt genau bis hier unten. Der ist trotzdem mehr. Also das ist das, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Der geht aber auf jeden Fall hier runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier theoretisch dieses Haus baue. Ich sag jetzt mal, naja, da würde ich dann eigentlich was machen, um Wasser zu pumpen. Ich würde es jetzt direkt daneben bauen, zum Beispiel. Müsste ich ja theoretisch, ich kann es jetzt nicht sehen, weil ich das jetzt gebaut habe, aber müsste ich ja theoretisch hier eine größere Reichweite bekommen. Hoffentlich. Oh, das ist immer, also mit den Distrikten, das habe ich ja alles verstanden, aber wie das dann so mit dem Rand ist und so, das ist immer so eine Sache. Ja, hier hat sich doch jetzt gar nichts erweitert, oder? Aber der hat sich erweitert, der kann bis hier zum Beispiel laufen. Das ist doch jetzt alles irgendwie bescheuert. Anders kann man es nicht sagen. mal jetzt hier mal eine Treppe hoch. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. So. Und wir sprengen. Das erste Mal. Unsere erste Sprengung. Mal gucken, wie es aussieht. Wir dürfen nur keine Biber in der Nähe haben. Am besten machen wir das nachts, wenn die schlafen. Noch sind sie am Arbeiten, aber die gehen doch jetzt gleich, die tummeln sich da schon. Und 3, 2, 1. Bam. Jetzt ist das hier natürlich wahnsinnig intelligent. Davon mal abgesehen. Ja, aber die gehen ja, obwohl, doch, die gingen ja schon da hoch. Also das war ja nicht das Problem. Ich mache mal für alle Fälle, wenn ich das irgendwie brauchen sollte, so, setze ich hier mal was rein, dass man da auf jeden Fall noch rüber gehen kann, falls die denn da rüber gehen wollen. Ich baue schon mal eine Wasserpumpe hier oben hin. Beziehungsweise so, da oben ist ja der Pfad. Wobei das auch doof ist. Eigentlich ist es dann besser hier hin, weil dann kann ich. Müsste ich dann so eigentlich machen, ne? Eigentlich könnte ich hier ganz viele so nebeneinander machen, fällt mir gerade so auf. Hätte ich gar nicht so ein Loch machen müssen. Ja. Gut, habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Machen wir hier noch so ein Pfad hin. Damit es hoffentlich so wenig wie möglich belastet wird. Und wir machen dann hier ein. Ob der uns was bringt? Nee, der bringt uns nichts. Ob der uns was bringt, weiß ich nicht. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. So. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, ob bzw. wie man das Ganze eventuell markieren kann, damit man das direkt kaputt machen kann. So, und das müssen wir wieder ein bisschen drehen. Zack, hier unten würde dann das Wasser durchlaufen. Die bauen jetzt den Übergang. Die Frage ist jetzt, gehen sie dann auch darüber und bauen die Treppe? Na gut, der Übergang ist jetzt natürlich genau hier an der Grenze. Ah, durch den Übergang komme ich jetzt aber Richtung Treppe. Sehr schön.
Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt besser wird. Wenn ich jetzt hier oben. Ja! Jaha! So, dann zack, zack. Und dann bauen wir hier auch nochmal eine Treppe hin. Theoretisch müsste dann das Ganze nach oben gehen. Jetzt ist natürlich die Frage. Es ist wahrscheinlich blöd, wenn ich dann hier diese. Weil das beeinflusst dann ja auch irgendwie das Gebiet, glaube ich. Könnte ich mir zumindest dann gut vorstellen. Dann mache ich das so. Mal schauen. Ah, ist aber nur ein kleiner Bereich. Das ist doch richtig bescheuert gemacht irgendwie mit diesen Sachen. Ah, dann mache ich das dahin, wo ich es gerade noch hinmachen kann. So. Ich weiß jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr, warum ich hier überhaupt hinbaue. Aber okay. Gut, theoretisch. Nee, ist nicht verbunden, sagt er. Machen wir das mal weg hier. Und habe ich es immer noch nicht drin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Eigentlich müsste der ja, weil der Pfad hier dran ist und das nicht mehr hier mit dem unteren Gebiet zu tun hat, müsste der das eigentlich dann annehmen. Macht der aber nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich dann da hinkommen soll. Aber ich werde dann erstmal hier alles vorbereiten und dann später mal weitersehen. So, wie viel Dynamit haben wir denn? Kann man das hier sehen? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das würde jetzt schon mal reichen. Okay, dann machen wir das, was ich ungerne mache. Was ich sehr, sehr ungerne mache. Nehme ich hier eine komplette Schneise durchziehen. Ich meine, gut, dann ist natürlich das Teil, also das Gebiet zum Teil bewässert. Das ist natürlich der Vorteil daran. Aber es fallen halt auch wieder sehr viele Büsche weg. Das ist das, was mir jetzt so ein bisschen dran geht dabei, ne? Ach so, der Förster. Doch, der Förster kommt hier hinten hin. Warum zur Hölle haben wir dann hier unten keine Büsche? Der kommt komplett da hinten rum. Das heißt, ich könnte hier irgendwo mal so einen Übergang machen, damit man da dann auch ernten kann. So, das machen wir dann am besten wieder nachts. Aber ich schätze, dass ich heute das Dynamit nicht mehr zusammenkriege. Ah, da läuft noch einer. Schnell sprengen. Dann ist der Teil hier schon mal durch. Dann ist der nämlich da oben schon mal sicher, wenn er da oben arbeitet. Gut, wir wollen dann einmal einen Übergang haben, damit er dann hier auch tatsächlich auf der anderen Seite noch ernten kann. Es geht ja nur darum, dass das Wasser hier durchlaufen kann. Eigentlich müsste man das hier komplett zumachen. Dann kann er überall durchlaufen. Aber naja, ich würde fast sagen, dass wir da so drei Sachen reinmachen, dass der halt so drei Plätze hat, wo er durchlaufen kann. Und jetzt ist der gerade hier unten. Scheiße! Ach nee, die können aber von oben bauen, oder? Oh Gott, ja, stimmt ja. Ich habe gerade schon gedacht, scheiße, jetzt hast du doch einen Fehler gemacht. Aber wir haben es geschafft. Wir sprengen uns den Weg frei. Das ist eigentlich ein guter Titel für diese Folge. Ja, perfekt. Dann ist das hier erstmal alles wunderbar grün. Das heißt, da kann man schon wieder einiges mehr machen. Natürlich ist es wieder abhängig davon,
ob gerade eine Dürreperiode kommt oder nicht. Aber das ist dann zumindest schon mal. Hier brauchen wir theoretisch noch. Wir brauchen noch ein Häuschen, ne? Hier hinten. Ja, gut, wir könnten natürlich. Wir haben das ja eh bis hier oben schon gemacht. Könnte man natürlich theoretisch auch hier anfangen zu bauen. So. Dann haben die natürlich einen etwas längeren Weg vor sich, aber so, wenn die jetzt da oben drin wohnen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir hier unten dann eine größere Ebene bekommen. Wir haben hier gar keinen. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, also der Biber hier, der ist noch nicht da zum Arbeiten zum einen. Und was ich halt eben gerade gesehen habe. Naja, gut, andererseits brauchen wir das. Es ist nur ein bisschen Holz. Das bisschen können sie auch hier unten reinmachen, ne? Ich glaube, das haben die auch gemacht, oder? Nee, das kann man ja gar nicht rein. Das kann man ja gar nicht reinmachen. Das ist natürlich doof. Könnten wir hier theoretisch noch weiterbauen mit Wohngebäuden? Weil das soll ja dann später alles mal grün werden. Da will ich jetzt auch nicht den Platz wegnehmen wegen Holz. Die Frage ist. Oh, Dürreperiode ist wieder da. Oh. Also, ich habe es aber an. Okay. Ja, fast 1500. Mal schauen, wie die Dürreperiode jetzt ausgeht. Also, wir haben jetzt mittlerweile 3 Tage. Wir haben ja gestartet. Da war die, glaube ich, immer nur einen Tag. Mittlerweile haben wir 3. Das ist natürlich der ganz, ganz große Nachteil. Wir sollten hier vor allen Dingen, glaube ich, mal mehr. Das ist nämlich auch sehr maximal hier an der Grenze, ne? Wir sollten hier mal mehr von den großen Tanks anlegen, habe ich so das Gefühl, damit wir definitiv mehr speichern können. So, das machen wir erstmal. Kommt jetzt natürlich ein bisschen spät, ich weiß. Aber dann haben wir da schon mal einen großen Tank mehr. Und was machen wir jetzt mit hier oben? Wir haben jetzt alles so schön grün. Ach so, wir haben jetzt hier sowieso keine Biber. Das kommt dann auch noch dazu. Bauernhaus haben wir. Grill? Nee. Ach so, ich bin hier auf dem. Okay, also. Hier unten hört das ja auf. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal so. Da oben bauen wir dann nichts anderes mehr hin. Dass wir hier das anbauen werden. So, jetzt haben wir natürlich nicht genug, die hier wohnen. Das sehe ich ein, aber ich sag mal, sobald die sich vermehren, werden dann ja genug da sein. Wir brauchen 2 im Bauernhof, 3. Im Distriktzentrum habe ich, im Verteilerzentrum habe ich jetzt 8 ausgewählt. Das ist natürlich Blödsinn. Nee. 4. Verteilerzentrum. Ich dachte, das Große ist das Verteilerzentrum. Es steht doch Verteilerzentrum. Also ich möchte auf jeden Fall nur 4 haben. Das ist ein bisschen verwirrend hier, weil da steht einer von 8. Das heißt für mich, dass 8 da höchstens drin sein. Der ist ja auch fleißig immer am Produzieren, naja. Okay, dann haben wir hier schon mal eine Schneise gemacht. Da haben wir schon mal Wasser. Hier, wie gesagt, würde ich gerne was machen. Das Problem ist, ich kann jetzt hier kein Dynamit hinlegen. Ja, weil die da nicht hingehen.
Das andere Problem ist, dass ich den Distrikt aber wahrscheinlich nicht so weit runter bekomme, dass ich da tatsächlich was anlegen kann. Das heißt, ich müsste eigentlich hier irgendwo nochmal einen neuen Distrikt machen. Theoretisch. Also so, der würde so bis hier gehen ungefähr. Da ich den aber nicht so weit kriege, würde ich sagen, ich würde dann da einen hinmachen. Das heißt, ich würde hier einen bauen. Und würde das mit den Faden hier erstmal ausprobieren. Dann können sie da hoch. Da können wir ja so machen. So, da fängt das nämlich dann schon an, dass es rot wird. Wobei das ja theoretisch nichts heißt. Moment, wir sind hier. Obwohl, ja, doch, doch, doch. Das ist so der Bereich ungefähr. Dann würde ich sagen, dass ich so mache. Das rausnehme. Da ein Tor reinmache. So, dann geht der Distrikt bis hier. Und den müssen wir jetzt noch verbinden. Oh, da ist die Dürreperiode. Uiuiui. So, und der ist dann auf jeden Fall hier schon mal. Das heißt, dass wir hier einen hinstellen können, der theoretischerweise die Beeren macht. Bin jetzt nur erstmal am Vorarbeiten. Ich weiß, dass hier noch keine Leute drin sind und nichts. Ist sowieso gerade Dürreperiode. Also warum soll ich jetzt hier jemanden rüberholen? Das ist jetzt bis hier frei, würde ich sagen. Dass ich da der deckt das meiste ab, sagen wir es mal so, dass ich da noch einen hinstelle. Ich könnte natürlich auch. Ja gut, den kann ich erstmal lassen, dass der das hier wegmacht. Aber theoretisch könnte ich jetzt auch den nehmen. Den würde ich dann als erstes machen. Und so leid es mir dann auch tut, die Schneise hier als erstes wegmachen lassen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir haben etwas wenig Essen da. Aber ich hoffe, es läuft trotzdem. Gut, hier ist jetzt leider noch nichts so weit fertig. Die sollen nicht einfach hier unten ernten, die sollen hier oben direkt wieder pflanzen. Also so langsam weiß ich auch, warum ich öfter mal so Bilder gesehen habe, wo die zwei, drei Bauernhöfe nebeneinander bauen. War klar, dann hat man vier Leute, unter Umständen sechs Leute, die sich alle um das hier kümmern. Also nicht um so einen kleinen Bereich natürlich, aber um einen größeren. Und dann können natürlich schon mal welche anpflanzen, während andere vielleicht noch die Sachen wegnehmen. Oder es geht halt schneller beim Wegnehmen. So, hier die Beeren, da haben wir allerdings auch nicht mehr so viele von. Es dauert auch noch, bis die wiederkommen. Wir haben übrigens ganz schön viel Holz mittlerweile. Also das haben wir doch sehr gut bisher aufgebaut, muss ich sagen. Das ist nicht so schlimm, wenn das bisher erstmal kein Wasser bekommt. Das lassen wir so ein bisschen mitlaufen hier. Schlimm wäre nur, wenn da jetzt das Wasser ausgehen würde. Das Problem ist allerdings, dass bei uns die Nahrung jetzt als erstes ausgehen wird. Das heißt, ich mache mal die Zeit ein bisschen runter. Vielleicht können die dann mehr schlafen. Oh, die Bären sind erst 3%, 13. Ui, ui, 60. Oh,
Oh, das dauert aber noch eine ganze Weile. Die sind jetzt natürlich ausgefallen, weil, wenn ich das richtig mitbekommen habe, während der kompletten Dürrezeit irgendwie auch kein Wind ist, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann, aber was halt so ist. Ja, wir expandieren, aber aha, es wird wieder grün, sehr schön. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das Einzige, was halt problematisch ist. Jetzt sind sie wieder. Ja gut, jetzt haben sie es un. Aber wieso machen die das nicht weg? Das verstehe ich nicht. Die kommen dahin. Sogar der Förster. Nee, welcher Förster? Irgendwo habe ich eben draufgeklickt. Sogar der käme. Ach, doch, hier. Ach, er kommt nicht ganz dahin. Okay. Na gut. Dann haben wir erstmal hier das. So. Wir brauchen hier definitiv einen Empfang. So. Wir brauchen. Haben wir noch genug, dass ich mir da ein paar abzweigen kann? Ich würde nämlich gerne. Ja, sagen wir mal erstmal drei. So. Dass wir drei hier drin haben. Okay, der eine geht jetzt schon die Bären holen. Glaube ich. Ah nee, der hat das hier weggemacht. Ach, der hat angefangen, den Pfad wegzumachen. Ich wollte gerade sagen, warum geht der die Bären holen, wenn das noch gar nicht gemacht wurde? Okay. Dann kann ich es verstehen. So, dann kann man das nämlich auch direkt bauen. Brauchen wir nicht, ist schon gebaut. Okay. Der ist hier am Sammeln. Der sorgt erstmal dafür, dass Futter da ist. Dann ganz wichtig, die brauchen auf jeden Fall einen kleinen Speicher. Großer Speicher wäre besser, aber bis ich das jetzt alles rübergeholt habe, ist es natürlich so. Dann, da das ja hier um das Holz geht. Und ich denke, andererseits will ich hier Holz machen. Vielleicht will ich ja hier auch irgendwas anderes machen. Aber ich werde es auf jeden Fall erstmal mit da reinbauen. So. Ach so, die könnten aber hier vorne auch noch eben eine Wasserstation machen. Wobei, das müsste man dann so machen. Ah, ich bin auch so blöd. Ich bin auch so blöd. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder vergessen zu markieren. So. Dann kann der Holzfäller, wenn er denn mal kommt, natürlich auch nichts machen, wenn überhaupt nichts markiert ist. Dann legen wir uns das hier schon mal an, dass es so nach unten geht. Das war da jetzt auf der richtigen Seite, ne? Okay. Wo haben wir jetzt das Hauptgebäude? Hier. So, die sind auch relativ voll. Also würde ich sagen, Distrikt 4 nochmal 3 rüber. Was Schwachsinn war, weil 3 brauchen wir auf jeden Fall nicht. So, der ist aber schon mal am Arbeiten und wir müssen das definitiv abreißen, weil das dauert sonst zu lange, bis der da mal drauf kommt, das wegzumachen. So. Okay, das sollte priorisiert werden. Und eigentlich sollte ein größerer Tank, aber ich meine, das ist halt ein bisschen problematisch hier. Dann werde ich gucken, dass ich hier. Drei Tanks hinbaue. Einer schon mal mit Prio. So. Die Frage ist jetzt nur, kann der das dahin bringen überhaupt? Nein, 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 nein. Route. Da. Wir brauchen Holz.
Wobei höchstens 100 natürlich zu viel sind. Also höchstens 50 sollen da rein. Dann... Ich kann nur 10 Routen machen, okay. Also es wäre schon gut, wenn ich das mit den Bären alleine mache. Also Holz ist auf jeden Fall wichtig. Die Holz, also hier die Planken, die könnten wir auf jeden Fall auch noch rüberbringen. Da würde ich dann auch sagen... Ja, höchstens 50. Holz wird ja eh hier gelagert. Zumindest jetzt aktuell noch. Ich weiß jetzt nicht. Ja, eigentlich müsste das ganze Gebiet ja bis hier hinten gehen, weil er bis hier hinten kommt. So, dann würde ich hier... Na gut, ich käme hier am Ende vermutlich nicht rum. Ich müsste aber noch einen Förster bauen, fällt mir gerade ein. Der auch nicht so weit reinkommt. Das ist natürlich blöd. Ja. Ja, ich werde es mal hier machen. Es ist so ein bisschen, man muss immer darauf achten, was man machen möchte und wo man es machen möchte. Und ja, ich ziehe das jetzt mal hier rüber. Vielleicht werde ich das dann noch ein bisschen erweitern, dass wir da noch zwei Pumpen oder so machen. Was brauchen wir denn hier? Da brauchen wir auch noch Holz und das für. Dann das ein bisschen als Prio. Und da dann nochmal so einen zweiten hinzustellen. Jetzt haben die gerade Wasserprobleme. Wieso? Ach so, weil hier unten keiner drin ist? Doch. Wie ist nicht? Ach so. Oh mein Gott, nein. Ne? Jetzt sterben die mir hier weg. Oh, weil ich zu blöd war. Ja, Brustmahlzeit, super. Och, nee. Ich bin jetzt deswegen übrigens am Pausieren, damit die da ganz schnell dann gleich hinlaufen können. So, jetzt bitte einer direkt hier unten hin. Wir brauchen Wasser, Jungs. Kommt. Weil bis ich das rübergebracht habe, glaube ich, sind die sowieso abgenippelt. Aber den einen haben sie hier oben schon mal gemacht. Das ist gut. Dann können die nämlich da direkt schon mal hinbringen. Okay, der eine muss auf jeden Fall noch was trinken. Der geht direkt da rein. Das ist kein Thema. Der holt sich das Wasser ab, trinkt erstmal einen Schluck und nimmt das dann mit nach oben. Auch nicht schlecht. Okay, die machen wir dann auch mit Prio. Damit die definitiv dann auch genug Wasser haben. Das war ja so schön gedacht mit der Wasserversorgung. Aber da muss man natürlich das Ganze auch verbinden. Ja, das... ja. Also das muss auf jeden Fall alles ein bisschen... priorisiert werden. Dann nehmen wir die Kiefer. Die würde ich sagen, machen wir dann quasi bis nach hier oben. Ja, genau. Nimm das letzte, was ich gemacht habe, nicht noch mit an. So. Theoretisch müssten wir eigentlich noch Platz machen für einen zweiten Holzfäller. Vielleicht sollten wir hier das weglassen und dann noch einen zweiten Holzfäller dann hinmachen. So. Dann müsste ich aber theoretisch... Ja, es ist, ja gut, es ist, erweitert sich normalerweise, wenn ich jetzt hier den Förster stehen habe. Da müssen wir jetzt noch drauf warten. Das müsste theoretisch gehen, damit ich dann hier ganz rechts die Schneise machen kann. Weil dann könnte es sein, dass ich hier alles wirklich bewässert bekomme.
Das hoffe ich zumindest. Und jetzt habe ich überhaupt nicht auf die Uhr geachtet, sondern habe hier alles weiterlaufen lassen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier einen ganz schnellen Cut machen und dass wir dann den Rest hier mit unserer Erweiterung in die linke Siedlung in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.